Herzlich willkommen zu meinem neuen Format. Michael. Bisher gab es auf meinem Kanal ja nur Gniechel-News, in denen ich euch auf dem Laufenden halte, was ich aktuell so mache, wo ich auf der Bühne zu sehen bin und so weiter und so fort. Dabei feiere ich aber Freunde und Kollegen von mir so sehr mit ihren Aktivitäten, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Deshalb werde ich ab sofort öfter mal eine Folge Gniechels Kollegen-News präsentieren. Und da ich Schauspieler, Sprecher, Songwriter und Cartoonist bin, gibt es auch viele Kollegen in unterschiedlichsten Bereichen. Kunst vom Wohnzimmer aus. Wir befinden uns leider zur Zeit in der sogenannten Corona-Krise und das bedeutet für uns Bühnendarstellern, dass wir momentan nicht auf den Brettern, die die Welt bedeuten, arbeiten dürfen. Also müssen wir unser Zuhause mit diesen Brettern laminieren. Glücklicherweise gibt es das Internet und so können wir alle daran teilhaben lassen. Ich habe noch nie zuvor so viele Livestreams auf Instagram gesehen und auch auf YouTube häufen sich Songs und Videos aus dem Wohnzimmer. Mein absolutes Highlight haben die beiden Schauspieler und Autoren Franziska Kuropka und Lukas Nimczyk geschaffen. Sie haben mit Unterstützung vieler weiterer Kollegen ein Mini-Musical geschaffen, welches mit Witz, Charme und einer gesunden Portion Ironie die aktuelle Situation für Künstler total auf den Punkt bringt, wie es meiner Meinung nach nicht besser geht. Eine entscheidende Frage steht hierbei im Vordergrund: Sind wir Künstler überhaupt systemrelevant? Wir sind nicht systemrelevant, denn wir können nur tanzen und singen. Einfach nicht systemrelevant, wollen keinen zum Zuhören zwingen. Ganz, ganz großartig und sehr zu empfehlen. Unbedingt anschauen. Link ist in der Videobeschreibung und am Ende dieses Videos. Doch es gibt noch mehr. Während Franzi und Lukas uns diese Seite der Corona-Krise aufzeigen, widmet sich Schauspieler und Synchronsprecher Tim Kreuer den anderen Problemen in diesen Zeiten und rechnet mit seinem neuen Song "Ich brauch noch mehr Klopapier" mit den Hamsterkäufern ab. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Den Link zu dem Musikvideo findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Neues aus der Glitzerwelt. Das ist die Grafikdesignerin Stefanie Engel. Sie hat nicht nur das Pummel-Einhorn erschaffen, sondern eine riesige Glitzerwelt, in der Pummel mit ganz vielen fantastischen Figuren lebt. Und hierzu habe ich gleich zwei Neuigkeiten. Zum einen wäre da die Hörspielserie. Geschrieben von Sabine Bohlmann, unter anderem die deutsche Stimme von Lisa Simpson, und Tommy Krabbeis, der Erfinder von Bernd das Brot, der schon viele Bücher und Hörspiele geschrieben hat. In den Hörspielen vom Pummel-Einhorn könnt ihr viele bekannte Sprecher erleben, unter anderem Thomas Nikolai als Pummel und mein guter alter Freund Marty Fischer als Norbert der Keks. Das Ganze wurde produziert von Bummfilm und ihr könnt bereits die erste Staffel auf Amazon Music und Audible hören, in der Pummel in unsere Welt geriet. Die zweite Staffel soll noch diesen Sommer erscheinen und nimmt uns dann mit in die Glitzerwelt. Aber das ist noch nicht alles, denn ab sofort gibt es das Magazin Pummel and Friends im Zeitschriftenhandel. 4 Hefte im Jahr sind geplant, in denen es neben Comics auch Tipps, Rezepte, Gimmicks und vieles andere gibt. Herzlichen Glückwunsch, Steffi, zu deinem ersten Magazin. Mach weiter so. Ein neuer Influencer. Wer meine letzten Videos gesehen hat, der kennt auch schon den neuen Influencer Nardeen, gespielt von meiner großartigen Kollegin Nadine König. Falls nicht, packe ich euch diese auch einmal unten in die Videobeschreibung. Nardeen verkörpert sämtliche Ironie, die man Influencern auferlegen kann und ich lache mich jedes Mal schlapp über Nadines Improvisationstalent. Die Neuigkeit, die ich euch mitteilen möchte, ist, dass Nardeen auch einen Instagram-Account hat, auf dem ihr ab sofort mit neuesten Influencer-Videos versorgt werdet. Videos wie diese hier zum Beispiel. Hallo lieben Leute, heute zeige ich euch, wie man aus einem sehr alten Mann einen Boyband-Mann macht. Das ist ganz einfach, dafür braucht ihr nur eine Mütze. Pass auf. Halt mal fest. Und jetzt mach so. Fertig! Euer Nardeen. Wenn ihr mehr davon wollt, folgt gerne dem Account euer-Nardeen. Der Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Gefällt euch dieses Format? Wollt ihr mehr News über meine Kollegen erfahren? Dann gebt diesem Video gerne ein Like und abonniert gerne auch meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke. Hier könnt ihr euch noch ein paar der erwähnten Videos anklicken. Viel Spaß dabei und bis bald. Euer Gniechel.